Hallo liebe Leute, wir sind dabei in einer neuen Runde in Call of War zu starten. Ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, weil meine Kollegen sind schon gestartet und ich bin der Letzte scheinbar. Ich nehme mal Kansas und jetzt wird reingejumpt. So, sorry. Das war jetzt auf dem letzten Drücker. Ich bin leider ein bisschen später nach Hause gekommen. Meine Mama hat Geburtstag gehabt und war ein bisschen auch bei ihr und bei meinen Eltern und ein bisschen feiern natürlich. Und bin jetzt auf dem letzten Drücker gerade nach Hause gekommen. So, was ist hier los? Wer ist hier am Start? Was geht ab hier in Nordamerika? Da sind meine Leute. Hier sollten auch zwei People von uns sein. Ich werde als erstes mal kurz den Rohstoffmarkt abchecken. Und gleich mal das günstige Zeug auch kaufen. So, sorry, ich bin jetzt gerade ein bisschen aus der Puste, weil ich habe extra voll beeilt. So ein bisschen Geld haben wir noch, dann können wir direkt mal eine Forschung starten. Das ist übrigens auch wieder eine Vierfach-Geschwindigkeit-Karte, und zwar die 100er in Call of War. Sorry, dass ich jetzt so schnell hier überhastet reagiere, aber die anderen Leute haben auf mich gewartet und sonst wären die halt nur zu dritt gewesen. Und jetzt habe ich halt eben schnell Kansas genommen, weil die mir das vorgeschlagen haben. Ich werde einen Panzerwagen erstmal machen und danach, wenn die Forschung durch ist, in 5 Minuten und in 5 Minuten. Dann wird erstmal Artillerie erforscht als nächstes und was noch? Und Abhangjäger, genau. Das ist so mein Plan. Kansas hat auch keinen Zugang zum See, wie ihr seht. So schaut die Welt momentan aus. Die Karte ist schon fast voll, aber noch nicht komplett. Da gibt es auch schon die ersten Zeitungsmeldungen. Narben zusammen und so weiter und so fort. So, mal gucken. Die Kollegen wollten, also es wollten zwei Kollegen auf jeden Fall hier in Südamerika starten. Jetzt gucken wir mal, das ist auf jeden Fall niemand von uns. Und hier sehe ich auch niemanden. Ich guck mal kurz in die Diplomatieliste, um zu schauen, ob da irgendjemand bekannt, mir bekannt vorkommt vom Namen her. Sieht man hier irgendwie nicht hier den Namen, wenn man ranzoomt? Ne, hier sieht man nur die Länder, ne? Das ist ja ein bisschen anders als Supremacy, hier sieht man nur die Spielernation oder ob da jemand schon drin ist oder nicht. Sorry Leute, falls ihr viel Call of War spielt, ich bin eher Supremacy bewandert. Ich bin hier, habe noch nicht so viele Runden gespielt. Generell habe ich schon Ahnung vom Spiel, glaube ich mal, so ein bisschen. Ne? Also ich würde jetzt nicht hier komplett gegen die Wand fahren. Sollte auf jeden Fall ein bisschen Plan haben. Okay, Texas ist schon mal ein Kollege von uns. Dann wollen wir mal gemeinsame Spionage schon mal anbieten. Und was kann man noch hier? Sehe ich da noch jemanden Bekannten? Also wenn ich das richtig gesehen habe, müssten 3 Spieler von uns drauf sein. Ansonsten musste ich gleich mal in den Discord-Channel mal kurz reinschauen, wo die anderen gucken. Vielleicht haben sie ihren Namen verändert. Ich habe jetzt auch keine Zeit und keine Lust, jetzt jeden Spieler hier durchzuklicken. Ja, ist ja klar. Das wird sich schon noch finden. Ich meine, das ist jetzt auch am Anfang auch noch nicht wichtig. Wir haben, glaube ich, noch keine Koalition. Und Aquila X29, okay, das ist aber wahrscheinlich nicht Aquila von YouTube, sondern irgendein anderer Aquila. Und der heißt ja eigentlich, ich weiß nicht, also ob den Call of War Aquila Fasci heißt oder Fuski oder Fasci, sondern der heißt, glaube ich, der hat vielleicht einen anderen Namen hier auch, das kann auch sein. Ja, jetzt auf den ersten Blick habe ich jetzt niemanden Bekannten gesehen, bis auf den einen Kollegen eben. Und es werden vielleicht noch ein paar Spieler gleich reinjoinen und ja, mal schauen. Ich werde mal ein bisschen Püppchen verschieben müssen hier. Hier ist ein Spieler, Colorado. Ist wahrscheinlich ein Gegner, oder? Ja, ich bin auch dabei. Dann haben wir hier in Kentucky keinen Spieler, oder? Doch, doch. Es sind auch 5. Also da haben wir auch, sind wir auch umringt. Hier haben wir eine KI und hier haben wir auch einen Spieler. Also wir sind von 3 Spielern umgeben. Das heißt, wir müssen uns ordentlich aufteilen, dass wir hier nicht direkt was verlieren. Wir werden mal hier was schicken und das Flugzeugchen, das kann auch mal ein bisschen kreisen. Weil der andere kreist ja auch da. Hallo? Also, okay. Ja. Das ist immer ein Zeichen, dass ein Spieler aktiv ist. hier oben, ups, sorry, im Norden muss ich ja jemand übrig lassen. Nur im Süden brauche ich niemanden. Gell? Genau, da haben wir 2 Infanteristen, die sollen sich mal ein bisschen verteilen hier. Ja, nee, das ist einmal Luftabwehr. Die Luftabwehr schicken wir direkt mal nach Norden und zwar hier an die Position hier. Und der People, der kommt erstmal hier hin.
Da kann nämlich jederzeit was rauskommen aus der Stadt da und hier ein Panzerwagen und ein Infanterist. Okay, dann soll der Panzerwagen aber sich schneller bewegen. Also ich verteile mal so ein bisschen, damit die Leute auch sehen, dass ich aktiv bin und dass hier nicht irgendwelchen Ideen kommen. Ihr müsst eigentlich in der Luft da wieder drin sein, genau. Und dann würde ich mal sagen, der hier kommt vielleicht mal hier in die Richtung. Hier haben wir ein paar People. Dann tun wir mal da mal zwei hin. So, okay. Bin hier ein bisschen mehr zufrieden als vorher. Handelsangebot, ja. Man kann zwar das mit Handelsangebote machen, aber ich finde es ehrlich gesagt besser, wenn man es in der Diplomatiekarte sieht, weil wenn dich jemand ausspioniert, ja, wobei, das sieht man wahrscheinlich auch so oder so. Na gut, dann nehmen wir es mal an vom Kollegen. Bam. Kalifornien ist auch ein Kollege von uns, genau. Dann haben wir schon mal zwei am Start hier in Nordamerika. Texas, California, Kansas. Ich wollte eigentlich nicht Kansas nehmen, ich wollte eigentlich die Süd-USA nehmen. Da wäre ich aber, oder Texas hätte ich auch gern genommen, weil ich glaube, der Kollege wollte hier eigentlich irgendwo im Norden irgendwo in, was wollte er haben? Weiß gar nicht mehr, ist das Saskatchewan oder irgend sowas wollte er haben? Das wollte ich natürlich nicht haben, weil ich habe das schon in einer Runde gespielt, auch mit den Kollegen, wobei ich da eher ein Gegner war und kein Freund. ja, also Seeeinheiten können wir vergessen. Flugzeuge, Abfangjäger auf jeden Fall und Artillerien auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal auf der Rohstoffbörse, ob wir da was verkaufen können einigermaßen. Was können wir hier vielleicht noch irgendwas günstig haben? Wenn ich jetzt hier irgendwas kaufen würde, würde es mit 20.000 kosten. Das ist mir zu teuer. Das heißt, ich versuche jetzt mal ein bisschen was zu verkaufen. Und zwar erstmal Nahrung für 14,8. 14,8. Muss gleich noch den Kollegen dann anschließen, gleich noch was schreiben, machen wir also knapp 4.000 oder sowas. Hier Waren für 13,5. Ja, also wer mich kennt von Supremacy vielleicht oder auch hier von, hier habe ich auf diesem Kanal auch schon ein paar Call of War Folgen hochgeladen. Da wisst ihr, dass ich gern auf dem Markt handel und gerne Sachen günstig aufkaufe und teuer verkaufe, damit ich genug Rohstoffe habe und auch genug Geld und so weiter und damit ich mir die ganzen Sachen leisten kann. Hier in Call of War habe ich jetzt noch nicht so viel gute Erfahrung hatte ich schon, aber noch nicht ganz so viel Erfahrung wie in Supremacy, muss ich zugeben. Bin aber trotzdem hier ständig auf dem Markt aktiv und versuche mein Bestes zu tun. Jetzt schreiben mich die Kollegen die ganze Zeit an. Ich klicke mal kurz den Discord weg. Ups, sorry Leute. Jetzt habt ihr es kurz gesehen. Ich glaube, ich werde das vielleicht rausschneiden, außer es war irgendwas Unwichtiges. Ja, ihr müsst ja nicht in unseren Discord-Channel gucken. Das tut mir wirklich leid. Was war hier? Achso, seltene Waren will ich nur wenig anbieten. Dafür ist aber ein Preis von 15,3 mindestens. Was die Leute mir hier hinterlassen sollen. Bam, bam. Also die sollen mir Kohle geben, ne? Geld. Kohle gibt es ja hier als Ressource nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Geld, Money, was auch immer, ne? So, wir haben noch ein paar Bonuskarten hier noch zur Verfügung von der Handy-App, die wir täglich so benutzen, damit wir auch immer wieder irgendwas günstig kriegen. Kolumbien ist auch am Start. Das ist hier Bourbon, genau, perfekt. So, da sind wir schon mal zu viert da und wir sollten aber eigentlich zu fünft sein. Wenn ich das vorhin richtig gelesen habe, ist der fünfte Spieler eventuell nicht dabei. Da ist schon direkt Action, wie ich sehe, oder? Ah, nee, nee, ich habe gedacht, da würde einer angreifen. Das sah nur so aus im ersten Moment, aber eigentlich zieht er dahin. Er schützt sich aber nicht gegen Peru, weil das ist das eine KI-Nation? Nee, das ist eine Spielernation, aber vielleicht denkt er sich, okay, der hat hier drei People, das passt schon. Weil Peru hat ja die ganzen Städte im Süden. Es dauert wahrscheinlich eine Weile, bis die nach Norden kommen, deswegen. Oder ist es geplant, dass der andere Spieler Peru nimmt? Das ist natürlich auch möglich. So. Naja, was ganz wichtig ist, habe ich natürlich vergessen, nicht Depp. Direkt bauen. Und zwar müssen wir schauen. Im Süden brauchen wir nichts Wichtiges, als jetzt hier kommt das Geheimlabor hin. Hier haben wir zwei Spieler. Und hier auch zwei Spieler an der Grenze. Das heißt, ich würde mal sagen, hier machen wir die Baracken. Hier machen wir ein Geschütz. Geschützgießerei. Und dann machen wir hier in den anderen Provinzen einmal Flughafen. Das ist. Oh, ich habe nichts mehr. Und ich habe auch gar keine Booster. Ach, ich habe kein Geld mehr. Mist.
Ah. Okay, das passiert mir irgendwie in jeder Staffel, dass ich so viel Geld ausgebe am Anfang und die Leute dann erst später die Sachen aufkaufen von mir. Die Geschützgießerei kostet auch Geld, da machen wir hier Geschützgießerei und hier das Flugfeld. Ich muss das einfach besser einschätzen lernen, ja, und vielleicht erstmal bauen und dann erst die Sachen auf dem Markt aufkaufen, würde vielleicht sinnvoller sein. Aber man lernt ja dazu, ne? Ich könnte natürlich jetzt meine Rohstoffe, wenn sie einigermaßen teure, okay, hier zum Beispiel Eisen, könnte ich für einigermaßen gutes Geld und auch Nahrung, ja, ich kaufe mal, verkaufe mal ein bisschen und vielleicht auch ein, dieses günstige Eisen, wobei das nicht so, so eine große Menge ist. Aber alles, was über 6 ist, ist schon mal ganz cool am Anfang. Waren, soll ich noch ein bisschen Waren, verkaufe ich auch noch, dann haben wir jetzt genug Geld. Und jetzt müssten die Sachen im Bau gegangen sein. Flugzeugfabrik ist im Bau, genau. Und die Geschützgießerei jetzt auch. So, wir sind recht fertig in ein paar Minütchen. So lange werde ich jetzt nicht mit euch quatschen, weil die erste Folge ist sowieso nicht ganz so spannend. Jetzt seht ihr, was ich so die ersten Tage so mache. Was ich mit mehreren Ressourcen anstellen werde. Zum Beispiel so hier auf diesem langen Weg könnte man zum Beispiel noch so Infrastruktur bauen. Ne? Dann die Infrastruktur Level 1 hilft schon mal, dass die Einheiten 67% schneller unterwegs sind, wenn es Landeinheiten sind. Also hier für die Provinz wäre es jetzt unerheblich, weil hier Flugzeuge, ne? Aber hier kommen Baracken hin, also hier kommen Infanteristen raus, hier werden Geschütze rauskommen, also hier auf diesem Weg würde sich auf jeden Fall so eine Infrastruktur lohnen. Allerdings ist das jetzt noch ein bisschen, ja, wobei wir könnten es tatsächlich leisten. Ich mache das mal. Allein damit ich schneller von einer Provinz zur nächsten komme und vor allem diese Provinzen hier, diese drei sind am wichtigsten meiner Meinung nach, also diese Verbindung hier. Und später, wenn wir noch ein bisschen mehr Ressourcen haben, bauen wir vielleicht hier oder hier auch noch eine Verbindung zu dieser Stadt, wo die, oh, Geschütz, Geschütz. Ach Mist, jetzt habe ich zweimal Geschütz gemacht, ich Depp. Das wollte ich gar nicht. Ja, das ist natürlich wieder hier vor lauter Quatschen, mache ich Blödsinn, ja. Panzerwerk wollte ich hier bauen, na, sorry. Eigentlich wäre es beim Geschütz noch wichtiger gewesen. Das habe ich jetzt total verplant. Geschütz wollte ich tatsächlich eher so an der Front bauen. Weil hier könnte sich eine Front auftun. Hier, ja, jetzt ist es ein bisschen doof gemacht, aber sei es drum. Ach, ja. Gleich mal ein paar Fehlerchen am Anfang. Aber dann weiß ich nächstes Mal für die nächste Runde Bescheid. Der Kollege hier in Kalifornien, der hat hier eine KI an der Grenze, ein Spieler hier und ein Spieler hier. Und er zieht jetzt natürlich alles von Süden nach Norden, weil die hier unten in Kalifornien ist auch eine KI. Ja, und hier wird zwar ein Spieler, der müsste aber erstmal die KI erobern. Und ich denke mal, deswegen hat er jetzt diesen Move hier gemacht, dass er hier das meiste eben nach Norden zieht, wenn ich das richtig sehe. Ne? Genau, also entweder will er den hier angreifen oder will sich absichern. Und hier an der Grenze zu dem hier hat er auch schon aufgebaut. Also, ja, also Kalifornien ist scheinbar ein ganz guter Fleck zum, für den Start. Ne? Die USA wäre ein bisschen anders gewesen. Also, das wollte ich eigentlich spielen. Hier hätte ich nämlich nur eine KI gehabt. Dann hätte ich eben Kentucky an der Grenze gehabt und eben Texas. Okay, von Süden muss man dann natürlich aufpassen, weil da ist die Karibik, da kann auch jemand landen oder sowas. Also theoretisch hat man zweieinhalb Spieler so an der Grenze, würde ich mal sagen. Also nicht, dass die Karibik als halbes zählt, aber es ist nicht direkt an der Grenze. Der braucht halt eine gewisse Zeit, um ein- und auszuschiffen. Ja, und da die KI, Karte hier in vierfacher Geschwindigkeit läuft, ist das natürlich nicht unerheblich, ne? Was der andere so treibt, wo tut der sich hier? Okay, wenn der das macht, dann mache ich das auch. Lass es auch mal Luki-Luki machen, wenn du das schon machst. Kann sein, dass es jetzt eine Provokation finde. Sorry, ich bin gerade am Mikro gekommen. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Also wenn er mich hier provoziert, dann provoziere ich das auch. Ja, das war letztes Mal, wo ich die Vierfachkarte gestartet habe, habe ich aufgehört aufzunehmen. Und 2 Minuten später hat mich der erste Spieler angegriffen. Ich hoffe, das wird mir jetzt nicht gleich passieren. Ja, aber jetzt nichts Ungewöhnliches. Die nächsten Forschungen dauern jetzt ein bisschen länger. Deswegen werde ich jetzt mal die Folge beenden. Und ja, und spätestens, wenn wir den nächsten Krieg oder den ersten Krieg starten werden, werde ich euch wieder dazu holen. Und wenn doch irgendwas anderes, jemand anders uns angreift, dann natürlich auch, ne? Also bis gleich. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao.